Wie man hier sehen kann, ist auf meiner Webseite einmal der RSS-Feed von Konrebi eingebunden, natürlich nur die Videos und selbstverständlich auch von meiner eigenen Seite. Das Problem ist nur, dass YouTube immer wieder mal die Zusammenstellung der URL ändert, mit der man ein RSS-Feed abgreifen kann und in seinen RSS-Reader packen kann, um das dann ganz bequem am Desktop lesen zu können. Ich habe hier ein PHP-Skript eingebunden und musste heute mal wieder herausfinden, welche nur neue URL dann nötig ist, um dieses Video hier einbinden zu können. Um das nun herauszufinden, musst du direkt auf den Kanal von einem YouTube-Benutzer gehen und lässt dir das ganz einfach anzeigen. Du klickst außerhalb von irgendwas, was eine Reaktion auslösen könnte, also nicht auf einen Link klicken, klickst du einmal mit der rechten Maustaste und lässt dir die Seiteninformation anzeigen. Du siehst also, hier ist einiges zu prüfen, zu gucken. Wichtig ist hier aber Feeds. Hier findest du den RSS-Feed, den du einbinden kannst in deinen RSS-Reader. Bei mir hat es sich bewährt, ab hier, ich klicke mal drauf, um das aufzurufen. So, da sind wir. Na, wieder jetzt nicht. Ich verstelle das mal ganz kurz, ein bisschen größer. Lässt sich nicht machen. Geht gleich weiter. Du bekommst also, falls du wie ich Firefox benutzt, so etwas angezeigt. Hier oben siehst du die URL. Für mich hat das Nutzen gebracht, wenn ich das hier alles gelöscht habe. Ich mache das mal, weil du einmal die Sachen schon in anderer Größe angezeigt bekommst. Und das Skript, was ich eingebunden habe, ja auf meiner Webseite da auch viel mehr mit anfangen kann. Du kannst jetzt also das Ganze hier oben kopieren und in deinen RSS-Reader einfügen und ab geht die Post. Falls du nun selber einen YouTube-Kanal hast, kannst du dir, wie du sicher weißt, durch Klicken hier drauf anzeigen lassen, was die Leute, deren Kanal du abonniert hast, heute hochgeladen haben. Und auch hier funktioniert das Gleiche, wenn du dir das also bequem auf deinem Desktop anschauen möchtest mit deinem RSS-Reader. Wieder rechte Maustaste, Seiteninformationen und auf das RSS-Zeichen klicken. Dann bekommst du das angezeigt, was du hier siehst. Danke fürs Zuhören.